Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es einen super leckeren Brownie Cheesecake mit Himbeeren für euch. Der schmeckt wirklich sehr saftig, schön lecker, frisch, säuerlich und ist perfekt für den Frühling geeignet. Dazu zeige ich euch jetzt einmal die Zutaten und dann fangen wir mit dem Rezept an. Ich wünsche euch viel Spaß beim Anschauen. Wir beginnen mit einem Brownie-Teig, für den ihr Butter, Zucker, Eier, Zartbitterkuvertüre, eine Prise Salz sowie Mehl, Backkakao und Backpulver benötigt. Das ganze Rezept mit den Mengenangaben verlinke ich euch auch zum Nachlesen unter dem Video in der Infobox oder ihr findet es gleich auf absolute-lebenslust.de. Zu Beginn könnt ihr schon einmal das Mehl mit dem Kakao und dem Backpulver vermengen. Das kommt dann zunächst beiseite und es geht mit der Butter weiter, die zusammen mit der Kuvertüre über einem Wasserbad geschmolzen wird. Sobald die Schokolade dann flüssig ist, könnt ihr sie wieder vom Wasserbad herunternehmen und auskühlen lassen. Es geht mit den Eiern weiter, die in eine Rührschüssel aufgeschlagen werden und dann könnt ihr sie mit der Prise Salz und dem Zucker verquirlen. Ob nun mit einem Schneebesen oder schnell mit dem Handrührgerät ist euch überlassen. Und sobald die Schokosoße dann ausgekühlt ist, könnt ihr diese zu euren Eiern fließen lassen und dann nochmal alles miteinander vermixen. Ich war in diesem Moment natürlich auch super schlau und habe den Teig dann einfach so in meinen Backrahmen gefüllt und mich nur gewundert, warum der Teig so flüssig und vor allem so wenig ist. Also durfte ich die Masse nochmal vom Backpapier zurück in die Schüssel füllen, da als nächstes natürlich noch die trockenen Zutaten untergemixt werden. Die habe ich jetzt komplett vergessen und ja, das Ganze sieht dann auch schon wesentlich besser aus und ihr könnt den Teig in eurem Backrahmen oder auch in einer 24er Springform verteilen. Stellt das Backblech dann kurz beiseite und wir machen mit dem Käsekuchen weiter. Für diesen benötigt ihr Tiefkühlhimbeeren, Quark, Zucker, zerlassene Butter, etwas Speisestärke und 4 Eier. Die Eier müssen als erstes sauber getrennt werden, da darf auch kein Eigelb im Eiweiß landen. Und dann werden die Eiweiße in einer sauberen und fettfreien Schüssel schön steif geschlagen. Gleich darauf können die Eigelbe in einer zweiten Schüssel mit dem Zucker aufgeschlagen werden, bis sie schön cremig werden. Hier fügt ihr dann die Stärke und den Quark hinzu, sowie die zerlassene Butter und alles wird erneut vermixt. Wer möchte, kann nach Geschmack auch noch etwas Vanilleextrakt hinzufügen oder auch noch ein bisschen Zitronenabrieb. Und dann könnt ihr den Eischnee in 2 bis 3 Portionen unter eure Masse heben. Jetzt könnt ihr die Masse auf eurem Brownie-Teig verteilen, behaltet euch dann nur so einen kleinen Rest zurück, in den ihr dann noch die Tiefkühlhimbeeren unterrühren könnt. Diese werden dann auch mittlerweile ein bisschen angetaut sein, dass ihr sie auch so ein bisschen in der Masse zerdrücken könnt. Und dadurch erhalten wir später in jedem Stück von unserem Brownie-Cheesecake einfach mehr von dieser süß-säuerlichen Note, als würdet ihr zum Beispiel nur die Früchte darüber verteilen. Die Himbeermasse verteilt ihr euch dann ebenfalls in eurem Backrahmen auf der Cheesecake-Masse und mit einer Gabel könnt ihr alles noch ein wenig marmorieren und durch die Brownie-Schicht ziehen. So geht es dann bei 165 Grad Ober- und Unterhitze für ungefähr 40 Minuten in den vorgeheizten Backofen. Lasst den Kuchen anschließend gut auskühlen und löst den Backrahmen vorsichtig mit einem Messer vom Kuchen. Dann könntet ihr den Kuchen entweder schon sofort servieren oder gleich in kleine Portionen schneiden. Diese könnt ihr auch beispielsweise noch mit geschmolzener Kuvertüre ausdekorieren und dann ist euer Brownie Cheesecake auch schon fertig. So ihr Lieben, das war jetzt der Brownie Cheesecake und ich hoffe sehr, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, würde ich mich natürlich sehr über ein Däumchen oder ein Abo von euch freuen. Probiert ihn auf jeden Fall mal aus und schickt mir eure Bilder über Facebook, Twitter oder Instagram. Da freue ich mich auch immer sehr drüber zu sehen, was ihr so von mir nachmacht. Ansonsten wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Backen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!